Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Videotest von PC Max. Ich bin der Jakob und ich habe ein Ressort übernommen, das früher der Moritz bei uns gemacht hat. Und zwar geht es dabei um Media Player und kleine PCs, Wohnzimmer-PCs. Und ich habe hier ein ziemlich exklusives Produkt, das es auch noch nicht so auf dem Markt gibt, soll aber demnächst kommen. Und zwar ist das die Zotac Z-Box Nano XS. AD11 Plus, komplizierter Name. Und an XS merkt man ja eigentlich schon, was damit gemeint ist. Es ist also wirklich noch kleiner geworden bei Zotac mit der Z-Box. Bevor wir uns das aber im Detail anschauen, erstmal kurz zum Lieferumfang. Wir haben hier wieder einen VESA-Mount, um die Z-Box an den Bildschirm anbringen zu können. Wir haben diverse Anleitungen und lustigerweise haben wir Treiber-CDs. Lustig deshalb, weil die Z-Box natürlich bei der Größe kein Laufwerk mehr hat, sondern nur noch USB-Anschlüsse. Da muss man also erstmal kopieren auf einen USB-Stick, wenn man denn ein neues Betriebssystem installieren will. Erneut gibt es natürlich auch die Fernbedienung von Zotac, die schon das letzte Mal sehr gefallen hat. Wir hatten ja schon die AD10 im Test. Wir haben einen Adapter für Toslink auf 3,5 mm Klinke, wenn man denn Audio via Toslink in die Z-Box schleifen will, beziehungsweise raus. Wir haben Schrauben und auch wieder den WLAN- und Bluetooth-Adapter, den man einfach einsteckt und dann auch die Z-Box eben über seinen WLAN betreiben kann und dann kein Kabel mehr reinstecken muss. Erneut gibt es auch den Infrarotsensor, den man einfach auf den Tisch stellen kann, wenn man jetzt die Z-Box zum Beispiel hinter dem Bildschirm platziert oder in der Schublade oder sonst irgendwas. Wird also einfach eingesteckt und dann hat man überall damit dann mit der Fernbedienung Empfang. Und natürlich ist auch für Strom gesorgt. So, das war's vom Lieferumfang. Ziemlich überwältigend. Jetzt schauen wir uns die Z-Box mal im Detail an. So, hier haben wir sie auch schon im Detail. Die Zotac Z-Box Nano XS Plus mit dem Beinamen AD11. Wie gesagt, den Vorgänger AD10 hatten wir schon im Test. Und größentechnisch lege ich da jetzt einfach mal ein iPhone drauf. iPhone 4 sollte man ja von der Größe ungefähr kennen. Und die ist also tatsächlich kleiner, ist natürlich quadratisch, also vom Format her nicht so ganz vergleichbar, aber ist wirklich sehr, sehr, sehr klein. Also im Vergleich zum Vorgänger ist die AD11 nochmal um 21 mm schmaler geworden und hat nochmal um 8 mm an Höhe abgenommen. Also es ist wirklich ein sehr kompaktes Teil jetzt. Im Vergleich zur zu AD10 arbeitet jetzt in der AD11 eine AMD Vision E2 Plattform mit einem AMD E450. In der AD10 war es ein 350. Wirkt jetzt gar nicht so viel schneller vielleicht auf den ersten Blick, weil der 450 nur mit 1,65 GHz taktet, Dual Core. Die erweiterte Möglichkeit ist eigentlich, also was neu dazugekommen ist, ist aber eine viel bessere Grafikkarte. Und zwar hat man hier drin jetzt eine HD 6320 von AMD. Die kommt mit 80 Shader-Einheiten, taktet mit 500 MHz, lässt sich dabei aber auch noch um 100 MHz übertakten. Und was dabei jetzt sehr cool ist, ist, dass die HD 6320 eben das Feature bietet, dass man hier HDMI 1.4a rausschleifen kann. Und das bedeutet, dass man da nicht nur Audio Return hat, sondern auch 1080p, 3D und alles Mögliche, also möglichst den schnellsten HDMI-Standard eben gerade hat. Ja, das ist neu dazugekommen. Anschlussseitig hat man hier natürlich wieder einiges reingepackt. Man hat auf der Rückseite natürlich den Anschluss für Strom. Man hat den einen HDMI-Anschluss, zwei USB 2.0-Anschlüsse, einen Gigabit-LAN-Anschluss, also da kann man auch wirklich schön Gas geben übers Netzwerk, zwei USB 3.0-Anschlüsse. An den beiden Seiten sind Lüftereingänge bzw. Lüfteröffnungen angebracht. Man hat auf der rechten Seite ist das ein Anschluss für einen Kensington Lock, wenn man die Z-Box irgendwie anschließen will. Und auf der Vorderseite natürlich
Infrarotempfänger, einen Ausschalter, man hat einen Card Reader für diverse unterschiedliche Kartenformate und man hat einen Kombi-Port für ESATA und erneut USB 2.0 und man hat natürlich auch wieder Kopfhörer Ausgang und Mikrofoneingang. So, da also alles beim Alten, man hat hier wieder eine Menge an Anschlüssen untergebracht und ja, jetzt schrauben wir das Ganze auch direkt mal auf, vielleicht verbirgt sich da ja noch was Interessantes drin. So, und hier drin sieht man dann noch ein Feature, das ich noch gar nicht erwähnt habe, und zwar im Vergleich zur AD10 werkelt jetzt hier drin eine 64 GB mSATA SSD. Also hat man hier Flash-Speicher und keine Festplatte mehr. Dadurch ist man natürlich auch auf einen externen Speicher noch angewiesen, wenn man das Ding irgendwie als Media Player oder sowas nutzen will. Hier sieht man dann noch den Arbeitsspeicher. Zotac verbaut hier 2 GB, also lässt sich darauf eine x86-Plattform installieren. Und ja, ansonsten sieht man schon, dass das alles sehr, sehr, sehr klein und eng da drin ist. Deswegen hat Zotac auch so einen Lüfter verbaut. Da sind wir natürlich gespannt, wie sich das dann verhält mit der Lüfterlautstärke. Aber bei der AD10 war das ja schon relativ problemlos. Deswegen nehmen wir die Zotac Z-Box Nano XS Plus auch direkt mal in Betrieb. Eine Sache vielleicht noch, die man jetzt zeigen könnte. Und zwar, wenn man hier Strom anschließt und die Z-Box einschaltet, dann ist es wie bei der alten Z-Box auch, dass wenn man sie eben einschaltet, man ja dieses schöne grüne Licht hat. Wie gesagt, kennt man ja von den Z-Boxen schon. Das hat Zotac also wirklich schön gelöst. So, jetzt schließen wir das Ganze mal an den Fernseher an und schauen uns an, was die Plattform denn so kann. So, wir haben die Z-Box Nano XS Plus jetzt auch direkt mal angeschlossen, haben hier ein 32-Bit Windows drauf installiert. Und haben auch schon PC Mark 7 drüber laufen lassen. Dabei bekommen wir 1499 PC Marks, also Punkte. Wenn man das mal vergleicht mit der AD10, die ja einen Prozessor drin hatte, der nur 0,05 GHz, also wirklich sehr, sehr wenig, langsamer war, dann hat man hier schon einen deutlichen Geschwindigkeitsschub hinbekommen. Das liegt natürlich zum einen an der SSD, zum anderen aber auch an der besseren Grafikkarte. Jedenfalls arbeitet die AD11 also um bis zu ein Drittel schneller als die AD10. Ja, und ansonsten hat man hier natürlich alle Features, die man beim ganz normalen Windows-System auch hat. Wie gesagt, die Treiberinstallation war jetzt etwas knifflig, weil man eben erst von der CD auf einen USB-Stick spielen musste. Aber ansonsten ist hier eben wirklich alles dabei und wenn man denn ein Windows hat, das auch mit dem Media Center ausgestattet ist, dann kann man hier ganz schön was machen in Sachen Media Player Funktionalitäten und darauf ist die Fernbedienung abgestimmt. Das hatten wir auch schon bei der AD10, also man kann hier durch alle Menüs gehen, hat er eben die Möglichkeiten, seine externen Quellen einzubinden. Das habe ich jetzt bei den Bildern zum Beispiel noch nicht gemacht, habe aber zum Beispiel bei den Filmen eine Netzwerkfestplatte eingebunden. Und wenn man dann jetzt hier sucht, dann hat man da auch wirklich alle möglichen Funktionalitäten drin an Filmen und kann da dann eben auch direkt suchen, wenn man hier zum Beispiel sich die absoluten Giganten wiedergeben möchte, Film aus Hamburg, dann kann man das auch direkt machen mit der Fernbedienung. Dauert nicht so lange. Und ich habe jetzt zum Beispiel alles nur über ein Kabel angeschlossen, über den Audio Return Channel vom Fernseher. An dieser Stelle übrigens ein großes Dankeschön an getgoods.de und Edifier, die uns hier beim Aufbau des Testsystems tatkräftig unterstützt haben. Zotac hat mit der Z-Box Nano XS Plus AD11 im Vergleich zur AD10 wirklich nochmal einen großen Schritt nach vorne gemacht. Nicht nur jetzt größentechnisch, sondern auch in Sachen Performance. Die AD11 ist also wirklich deutlich schneller als die AD10, bekommt in PC Mark 7 500 Punkte mehr im Vergleich zu, also 930 auf 1500 Punkte.
Mir persönlich hat es nicht so gut gefallen, dass die Z-Box doch relativ laut ist. Es liegt natürlich auch daran, dass durch den sehr kompakten Formfaktor ja auch echt wenig Platz ist, um irgendwie vielleicht größere Lüfter und damit auch leisere Lüfter unterzubringen. Deswegen hat man hier einen kleinen Lüfter irgendwo untergebracht, der halt doch relativ schnell aufdrehen kann und dann auch ziemlich laut werden kann. Deswegen denke ich, dass die Z-Box für Umfelde, in denen es vielleicht auch mal leise sein sollte, jetzt gerade als wirklich als Wohnzimmer-PC, doch für den ein oder anderen Anwender ein bisschen zu laut sein könnte. Ansonsten aber wirklich in allen anderen Szenarien sich äußerst gut irgendwie unterbringen lässt. Sei es jetzt in der Küche, sei es als Media Player, wenn ein Film läuft, ist überhaupt kein Problem, man hört die Z-Box nicht mehr raus. Sei es auch ansonsten als Zweit-PC beispielsweise, wenn man nicht immer den großen PC gleich hochfahren will, denn das Ding ist hier auch wirklich stromsparend. 12 Watt im Idle und 30 Watt unter Load-Bedingungen, die man aber eigentlich kaum erreicht, wenn man damit nur surft oder sowas in der Richtung macht. Oder wo es natürlich auch nach wie vor gut geeignet ist als PC für Anwender, die einfach nicht die höchsten Ansprüche haben, die eben nur kleine Office-Anwendungen laufen haben möchten oder damit surfen wollen. Vielleicht auch ab und zu mal einen Film schauen wollen, was ja damit auch überhaupt kein Problem ist. Wie wir gesehen haben, also auch 1080p-Filme lassen sich mit der Z-Box AD11 absolut problemlos abspielen. Ansonsten bleibt sonst noch was zu sagen. Ja, das Zubehör ist Zotac natürlich wieder gut gelungen. Die Fernbedienung ist einwandfrei als Fernbedienung für das Media Center. Damit lässt sich die Z-Box auch starten, also aus dem Ruhezustand erwecken. Was ich auch ziemlich gut finde, ehrlich gesagt, wenn es jetzt zum Beispiel hinterm Bildschirm angebracht ist, dass man einfach per Fernbedienung den PC eben einschalten kann. Fernbedienung gut gelungen, Formfaktor gut gelungen, Hardware gut gelungen, habe ich schon gesagt. Ansonsten natürlich auch die Möglichkeiten, die ich vorhin schon genannt habe, das Ganze im VESA-Mount hinter den Bildschirm anzubringen, auch wieder ziemlich gut. Man hat also wirklich an alles gedacht, auch zum Beispiel daran, den Adapter mitzuliefern, um Audio via Toslink eben in oder aus der Z-Box zu befördern. Preis 320 € derzeit, allerdings mit noch nicht gerade zufriedenstellender Verfügbarkeit, beziehungsweise eigentlich noch gar keine Verfügbarkeit. Die AD11 gibt es gerade noch nicht, wir haben ein Exklusiv-Sample. Der Preis sollte also auch relativ bald sinken. Trotzdem, auch für 320 € denke ich, dass man hier schon einiges bekommt. Die AD10 hat als Barebone, also ohne Festplatte, 220 € ungefähr gekostet. Hier hat man jetzt schon eine 64 GB SSD drin. Auch ansonsten wirklich anschalten, beziehungsweise anschließen, anschalten und Spaß haben. Brauche hier nicht groß noch was konfigurieren. Ja, und ich denke, das Manko mit den Treibern lässt sich auch noch irgendwie verschmerzen. Das war's soweit. Ich will hier gar nicht mehr groß drum rumreden. Falls es noch Fragen gibt, beantworte ich natürlich auch gerne. Ich kann auch weitere Sachen mit der Z-Box testen, falls jemand einen anderen Benchmark haben will. Unter das Video kommentieren, bei Hardware Clips oder YouTube, direkt auf PC Max oder mir ansonsten auch eine Mail schreiben. Die findet ihr auch auf pcmax.de. Ja, und ansonsten bis zum nächsten Videotest.